Für dieses Video braucht ihr wieder einen Partner, Geschwisterteil, Freund, Freundin, einen Ball und ihr sucht euch eine Wand. Ihr stellt euch ungefähr jeder 2 Meter von der Wand weg. Zwischen euch sind auch 1 bis 2 Meter Platz. Ihr spielt euch Wandpässe gegenseitig zu. Jeder spielt 5 Stück. Wenn ihr 5 Pässe gespielt habt, versucht ihr jeder 5 Freestyle-Pässe zu machen. Also probiert einfach irgendwelche Trickpässe aus, seid kreativ. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Marvin und Julius zeigen euch hier mal ein paar Ideen, ein paar Beispiele. Ihr könnt euch aber auch eigene ausdenken. Da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, wir wünschen euch viel Spaß dabei.